Willkommen im Block 5 im Seminar Kognitive Konstruktionsgrammatiken. Dieses Mal werden wir uns der ersten konstruktionsgrammatischen Einzelstudie zuwenden, nämlich einer Studie im Rahmen der KXG, also der Goldbergschen Konstruktionsgrammatik. Genauer geht es um die Studie Learning Argument Structure Generalizations von Goldberg und Kollegin und Kollege von 2004. Worum geht es in diesem Aufsatz? Es geht hier um sprachliche Phänomene wie die folgenden. Wir haben hier zwei Argumentstrukturalternationen mit paint, she painted flowers onto her brother und she painted her brother with flowers. Wir haben eine ähnliche Alternation mit dem Verb give, she gave flowers to her brother und she gave her brother flowers. Wir haben ein weiteres Beispiel mit dem Verb hammer, she hammered the flowers flat. Das heißt, wir haben hier Argumentalternationen und dann eine sogenannte Resultativkonstruktion mit dem Verb, hammer. Und wir können jetzt an den weiteren Beispielen sehen, dass bestimmte Verwendungen von bestimmten Verben in bestimmten Argumentstrukturmustern nicht möglich sind. Wir können zum Beispiel nicht besonders gut sagen, she painted her brother flat. Also es gibt vorstellbare Kontexte, in denen man das sagen könnte, aber es ist sehr unüblich. She gave her brother flat. She gave her brother with flowers. She hammered her brother flowers. She hammered flowers onto her brother. Und she gave at her brother. Das sind alles nicht besonders gelungene und zum Teil vielleicht auch ungrammatische Äußerungen. Und sie kommen dadurch zustande, dass wir die Verben zwischen Argumentstrukturmustern austauschen. Und welche Verben Sie in welchen Argumentstrukturmustern verwenden können, das gehört zu Ihrem sprachlichen Wissen. Dann gehört auch umgekehrt zu Ihrem sprachlichen Wissen, mit welchen Verben das nicht geht. Und als Argumentstrukturmuster können wir solche Einheiten wie hier in der linken Spalte bezeichnen. Das sind Kombinationen von, ja, das sind Satzbaumuster, die aus syntaktischen Funktionen und Verben bestehen. Und als Oblique, Obl, sind hier Objekte und Präpositionalphrasen bezeichnet, die gefordert sind hier vom Verb. Also in der obersten Zeile hätten wir jetzt als Beispiel ein Argumentstrukturmuster, das aus einem Subjekt, einem Verb und einem Oblique besteht, das eine Richtung oder einen Ort anzeigt, mit der abstrakten Bedeutung, dass X sich in einer Richtung oder an einen Ort Y bewegt. Und diese Konstruktion, die dann aus beidem besteht, können wir intransitive Bewegung nennen, mit dem Kürzel VL, das heißt jenseits vom Subjekt, besteht diese Konstruktion aus einem Verb und einer Konstituente, die einen Ort ausdrückt. Und worum es jetzt genau geht, sind Korrespondenzen zwischen diesen Argumentstrukturmustern und dem, was sie bedeuten. Diese Korrespondenzen müssen gelernt werden. Schauen wir uns ein paar Beispiele dafür an, welche konkreten Äußerungen hier gemeint sind. He goes there wäre also jetzt ein Beispiel für diese Konstruktion der intransitiven Bewegung. Es besteht aus einem neben dem Subjekt, aus einem Verb und einem Ortsausdruck.
Die zweite Konstruktion wäre also eine verursachte Bewegung, caused motion, mit dem Kürzel VOL. Diese Kürzel werden wiederkehren. VOL bedeutet, wir haben neben dem Subjekt, das hier unausgedrückt ist, weil es sich um einen Imperativsatz handelt, neben dem Subjekt haben wir das Verb, dann haben wir ein Objekt und ein Oblik, das wieder einen Ort oder eine Richtung angibt. Und das Ganze bedeutet in abstrakter Form, dass x verursacht, dass y sich zu z bewegt. Also hier der Angesprochene verursacht, dass sich der Ball in den Korb bewegt. Und das Kürzel kommt so zustande, dass wir das Verb haben, ein Objekt und einen Ort. VOL, Verb Object Location. Die nächste Konstruktion, um die es gehen wird, kann man exemplifizieren durch You can hand her the salt. Hier haben wir Subjekt, Verb, erstes Objekt, zweites Objekt mit der abstrakten Bedeutung X verursacht, dass Y Z erhält. Das ist eine ditransitive Konstruktion oder Transferkonstruktion und das Kürzel dafür wäre VOO für Verb Objekt 1, Objekt 2. Die letzte Konstruktion, um die es gehen wird, ist exemplifiziert durch sowas wie She painted the wall yellow mit einem Subjekt, einem Verb, einem Objekt und dann mit einem Ausdruck, der sowas wie ein Resultat, ein Ergebnis ausdrückt, für Resultative Phrase. Mit der abstrakten Bedeutung X verursacht, dass hier müsste Y stehen, dass Y den Zustand Z annimmt. Eine Resultativkonstruktion mit dem Kürzel VOR, also Verb, Objekt, Result. Die Frage ist nun, die Frage dieses Artikels von Goldberg et al., wie werden solche Form-Bedeutungskorrespondenzen, also dass man Satzbaumuster hat, die abstrakte Bedeutungen haben, wie werden solche Korrespondenzen im Bereich der Argumentstrukturen erworben? Diese Frage steht in einem größeren Kontext, den wir schon einmal kennengelernt haben. Es geht ja darum, wie unser Sprachwissen aussieht und wie es zustande kommt. Und wir haben schon gesehen, dass es dabei darum geht, dass das Sprachwissen wie eine Blackbox behandelt wird. Und verschiedene Hinsichten auf Sprache, verschiedene Theorien der Sprache gehen jetzt von verschiedenen Ausgangsannahmen aus. Wir haben gesehen, dass die generative Grammatik davon ausgeht, dass es einen angeborenen generativen Spracherwerbsmechanismus gibt, der alle möglichen Zielgrammatiken, das heißt alle Grammatiken, die ein Kind aus dem Input konstruieren kann, dass dieser Spracherwerbsmechanismus diese Zielgrammatiken einschränkt, die mit dem Input kompatibel sind. Und dabei geht die generative Grammatik davon aus, dass der sprachliche Input defizitär ist. Das bedeutet, die generative Grammatik geht davon aus, dass es sowas wie ein Poverty of the Stimulus gibt. Das heißt, dass der Input zu arm ist und zu fehlerhaft, als dass er ausreichen würde, dass Kinder daraus eine fehlerfreie Zielgrammatik erwerben könnten. Und das ist ganz wichtig für das Argument, dass es deswegen einen angeborenen Spracherwerbsmechanismus geben muss, damit trotz defizitärem und armem Input eine korrekte
vollständige Grammatik erworben werden kann. Ohne den Spracherwerbsmechanismus, der angeboren ist, wäre das also unmöglich. Das heißt, in der generativen Grammatik würde man jetzt davon ausgehen, dass Kinder sowas wie einen Lexikoneintrag zu einem Verb zwar erwerben, vielleicht reicht dafür der Input aus, und dass sie dann so Lexikoneinträge hätten, wie dass das Verb paint zum Beispiel mit einem Agens, einem Thema und einem Ort auftreten muss. Das Verb give in einer Form mit einem Agens, einem Thema und einem Ziel. Ein anderes Verb give allerdings dann mit einem Agens, einem Rezipienten und einem Thema. Und wie kommt jetzt die richtige Verwendung von Kindern von diesen Verben in ihren syntaktischen Strukturen zustande? Nun, das wird so funktionieren, dass sie ihren Lexikoneintrag mitbringen und dann aber sowas wie Regeln kennen darüber, wie das Verb lexikalisch in eine syntaktische Struktur einzubauen ist. Hier. Und die Frage, wie in welcher syntaktischen Struktur dieses Verb auftritt, das ist durch die Regeln festgelegt. Und diese Regeln, das sind sowas wie Korrespondenzregeln zwischen oder Einsetzungsregeln zwischen lexikalischen Elementen und syntaktischen Strukturen. Diese Regeln sind zu einem großen Teil, gehören die zu dem Spracherwerbsmechanismus, der angeboren sein muss. Hier spielt dann zum Beispiel eine Rolle, dass es eine Hierarchie thematischer Rollen oder semantischer Rollen gibt und dass über diese Hierarchie die Argumente des Verbs aus dem Lexikon in eine syntaktische Struktur eingesetzt werden kann, wobei die Hierarchie der Rollen der Hierarchie in der syntaktischen Struktur entspricht. Das heißt, höher in der syntaktischen Struktur ist auch höher in einer syntaktischen Hierarchie. Und die Hierarchie der thematischen Rollen bleibt in der Hierarchie der syntaktischen Strukturen sozusagen erhalten. Und dieser ganze Strukturaufbau der syntaktischen Struktur, dieser ganze Aufbau dieser syntaktischen Struktur, der ist selbst, der basiert auf einem angeborenen Spracherwerbsmechanismus. So, was wir auch schon kennengelernt haben, ist, dass die kognitive Linguistik hier ganz andere Annahmen macht. Was die kognitive Linguistik und darunter nun auch die Goldbergsche Konstruktionsgrammatik als Inhalt der Blackbox annimmt, sind angeborene und erworbene allgemeine kognitive Fähigkeiten, also keine spezifisch sprachlichen. Und Goldberg sagt auch, zusammen mit den meisten anderen kognitiven Linguistinnen und Linguisten, selbst wenn der Input poor ist, also zu gering und defizitär, worüber man aber auch streiten kann, dann wäre er immer noch hinreichend dafür, damit sich im Verein mit unseren allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, insbesondere der Kategorisierung, ein unauffälliges Sprachwissen ausbilden kann. Also ganz anders als in der generativen Grammatik wird hier der Input als hinreichend für die Ausbildung einer normalen Sprachkompetenz angesehen, und zwar im Verein mit allgemeinen kognitiven Fähigkeiten. Und der Artikel, um den es hier geht, von Goldberg und Kollegin und Kollege, gehört damit zu den Artikeln, die nach und nach das Argument von der Poverty of the Stimulus, also von der Defizienz des Inputs, entkräften möchten
und die stattdessen zeigen möchten, dass das Wissen um die Argumentstrukturen nichts Angeborenes ist oder kein angeborenes sprachliches Wissen benötigt, sondern dass sie durch nicht spezifisch sprachliche oder grammatische Kategorisierungsstrategien gelernt werden können. Das führt uns jetzt präziser zu der These des Artikels. Die These ist, dass der sprachliche Input dazu ausreicht, dass Kinder im Spracherwerb bestimmte Argumentstrukturmuster mit einer Bedeutung assoziieren können. Und diese Assoziationen stellen die Kinder dabei auf dem Weg der Induktion her. Das ist die These. Was heißt Induktion? Ganz grob gesprochen ist Induktion eine Schlussform, also eine Schlussfolgerungsform, bei denen von Einzelfällen auf alle Fälle oder auf viele Fälle geschlussfolgert wird. Und bei der Induktion handelt es sich um das Prinzip des empiristischen Wissenserwerbs. Wir haben ja jetzt schon einiges über den Empirismus gehört. Man muss dazu sagen, diese Schlussform ist logisch ungültig. Also es reicht ja immer ein einziges Gegenbeispiel, damit dieser Schluss als falsch auszuweisen ist. Und das heißt, er ist logisch nicht zwingend, aber empirisch wird diese Schlussfolgerung eben durchgeführt. Induktiv heißt diese Art der Schlussfolgerung. Ein Beispiel wäre zu sagen, aha, dieser Mann mit Bart ist unangenehm. Und dann, aha, dieser weitere Mann mit Bart ist ebenfalls unangenehm. Und daraus wäre dann ein induktiver Schluss zu folgern. Daher gehe ich davon aus, dass alle Männer mit Bart unangenehm sind. Und die Überlegung dahinter ist natürlich, falls Kinder die Bedeutung von Argumentstrukturmustern durch Generalisierungen, also durch Verallgemeinerungen über den Input lernen können, dann wäre auch kein angesprochener Spracherwerbsmechanismus nötig. Bevor die Autorinnen jetzt ihre eigenen empirischen Studien dazu vorstellen, klären sie ein paar Ausgangspunkte. Dazu gehört, was man schon über den Spracherwerb weiß, darunter das sogenannte verbzentrierte Sprachwissen im Spracherwerb. Ein Ausgangspunkt ist hier, dass man mittlerweile weiß, dass Kinder im Spracherwerb nur mit denjenigen Argumentstrukturmustern verwenden, die sie genauso auch mit diesen Verben gehört haben. Das Verfassertrio sagt hier, dass man das am Beispiel des Verbs put so beschreiben kann, dass die Kinder put mit den Rollen Akteur, Gegenstand und Ort assoziieren. Ich halte das aber schon für zu allgemein und auch nicht im Sinne der Spracherwerbsforschung, denn diese Rollen wären schon zu allgemein, da sie ja nicht nur für put zutreffen. Sie würden ja genauso beispielsweise auch für Drive zutreffen. Also jemand fährt etwas an einen Ort. Realistischer sind solche frühen Assoziationen eher in dieser Form hier mit verbspezifischen Mustern. Das heißt, dass ein Verb put eher mit so Rollen wie putter, geputtetes Thing und geputtete Location assoziiert ist. Denn vor allem Michael Tomasello, den Sie auch in der Literaturliste finden, der hat mit seiner Arbeitsgruppe gezeigt, dass das Wissen von Kindern anfänglich als solches von Verbinseln zu beschreiben ist. Das heißt, die Frage, welche Argumentstrukturen Kinder produzieren, hängt am stärksten davon ab, welches Verb sie verwenden. Das heißt, Argumentstrukturen hängen für die Kinder an spezifischen Verben. Was nicht passiert, ist dagegen, dass sie ein, zwei oder drei Argumentstrukturen verwenden und dann alle Verben, die sie kennen, in diese einbetten. Auch bei Erwachsenen, um das zu illustrieren, gibt es noch verbspezifisches Wissen. Wir sagen zum Beispiel,
Anna hilft ihnen beim Tapezieren und Anna unterstützt sie beim Tapezieren. Also einmal mit einem Dativobjekt und einmal mit einem Akkusativobjekt. Obwohl die sich semantisch sehr ähnlich sind, so haben sie doch verbspezifische Argumentstrukturen. Wir können dagegen nicht sagen, Anna hilft sie beim Tapezieren und Anna unterstützt ihnen beim Tapezieren. Schauen wir uns jetzt an, wie Generalisierungen über diese verbspezifischen Assoziationen dann möglich werden. Irgendwie müssen die Kinder aber über das verbspezifische Wissen hinauskommen. Sie müssen ja irgendwie erkennen, dass Drive in das gleiche Argumentstrukturmuster eingesetzt werden kann wie Put, dass Go da aber nicht reinpasst. Also wenn Sie solche Verallgemeinerungen oder Generalisierungen nicht vornehmen würden, dann wäre es möglich, dass Sie annehmen, dass Verben nur in der Form vorkommen, wie Sie sie auch im Input hatten. Wenn Sie also Put immer nur in einer Verb-Erst-Struktur gehört hätten, wie in Stell das bitte wieder hin und Fallen immer in einer Verb-Zweit-Struktur, wie in Der Jannik ist hingefallen, dann könnten Sie auf die Idee kommen, dass dies die Argumentstrukturen sind, die mit genau diesen, aber eben nicht mit anderen Verben verwendet werden. Auf die Idee kommen Sie aber nicht, sondern Sie nehmen Generalisierungen vor auf Basis Ihres Inputs. Was ist mit Generalisierung gemeint? Nun, das ist die Übertragung nach bestimmten Kriterien von beobachteten Einzelfällen auf andere bisher unbeobachtete Fälle im Rahmen so einer induktiven Schlussfolgerung. Also das würde die Form annehmen. Wenn es bei diesem Verb so und so ist, dann muss es bei anderen Verben, die ihm in der und der Hinsicht gleichen, auch so sein. Das ist eine Generalisierung. Und solche Generalisierungen, wir können auch sagen Regularitäten, gibt es ja auch bei den Argumentstrukturen. Sie lassen sich in etwa so fassen: Verben, die semantisch ähnlich sind, erscheinen im Allgemeinen auch in den gleichen Argumentstrukturkonstruktionen oder Argumentstrukturmustern. Das ist hier exemplifiziert am Argumentstrukturmuster aus Subjekt, Objekt, Ort. Das wäre Konstruktionstyp VOL. Und in das können wir diese ganzen Verben hier einsetzen. Put, place, hang, insert, pile, set, stuff. Und diese Verben haben natürlich semantische Ähnlichkeiten miteinander. Und das führt dazu, dass sie auch in das gleiche syntaktische Strukturmuster eingesetzt werden können. Dass Kinder Generalisierungen vornehmen, zeigt sich besonders eindrucksvoll an ihren Übergeneralisierungen. Das heißt, sie übertragen von Einzelfällen, die sie kennen, auf andere Fälle, die sie noch nicht kennen. Und sie tun das auch nach bestimmten Kriterien, aber sie übertragen auf zu viele Fälle. Sie kennen vielleicht so etwas wie, wenn ein Kind sagt, es habe etwas getrinkt oder es gang aufs Klo. Genauso ist das hier in diesem Beispiel bei Christy. Will you have me a lesson? Christy sagt, will you have me a lesson? Das heißt, sie kennt etwa sowas wie Y hat Z, kennt sie bereits und auch wie es grammatisch ausgedrückt wird. Und sie generalisiert nun auf dieser Basis, wenn es nun ein X gibt, das verursacht, dass Y Z hat, dann kann ich dasselbe Verb haben verwenden, wie wenn nur Y Z hat, ohne dass das jemand verursacht. Immerhin funktioniert das ja auch bei anderen Verben, die bei einer solchen Kausativierung gleich bleiben. Zum Beispiel bei
the glass broke und Yannick broke the glass. Aber in diesem Fall hier ist es eine Übergeneralisierung. Es führt zu einem Fehler. Wir kennen das auch bei Erwachsenen, die das aber anders als Kinder oft gezielt für bestimmte Effekte einsetzen. Zum Beispiel, er ist gegangen worden. Da tut man auch so, als könnte das Verb gehen sowohl für die intransitive Aktivität in Y geht verwendet werden und in der kausativen Variante X verursacht das Y geht. Natürlich ist das streng genommen auch ein Fehler in Form einer Übergeneralisierung, aber sie wird für bestimmte Effekte eingesetzt. Die Verfasserinnen und der Verfasser dieser Studie haben nun eine Korpusstudie durchgeführt, um zu schauen, wie verbspezifisch bzw. generalisierend der Gebrauch von Verben und Argumentstrukturen im Spracherwerb tatsächlich ist. Was sie gemacht haben, sie haben die Studie durchgeführt, um herauszufinden, wie Kinder also Konstruktionen verwenden und mit welchen Verben. Und dafür haben sie sich einen Korpus angeschaut aus Mutter-Kind-Interaktionen mit sprachlichen Daten von 27 Kindern, die alle 2 Jahre und 4 Monate alt waren, aus der Mittelklasse stammten. Ja, ungefähr gleich viele Mädchen und Jungen. Und sie haben dazu auch die sprachlichen Daten von 15 Müttern von solchen Kindern analysiert. Und zwar in 3 verschiedenen Bedingungen, nämlich im freien Spiel, beim Vorlesen und in der Snacktime. Was sie dann gemacht haben, war Wörter und Sätze zu segmentieren. Also 2 Transkribentinnen haben das gemacht. Und sie haben jetzt alle vollständigen Äußerungen von Kindern und Müttern analysiert. Die Bedingung war, dass diese Äußerungen ein Verb enthalten. Und für jede Äußerung haben sie analysiert oder annotiert, welche Konstruktion diese Äußerung instanziiert, welches Verb-Token darin vorkommt und wer es gesagt hat, welches Kind, in welcher Situation und in welchem Alter. Und die Konstruktionstypen sind die, die wir schon kennen, nämlich die VL-Konstruktionen, die aus Subjekt, Verb und einem Ortsausdruck bestehen, die VOL-Konstruktion, die aus einem Subjekt, einem Verb, einem Objekt und einem Ortsausdruck bestehen und die VOO-Konstruktion, die aus einem Subjekt, einem Verb und 2 Objekten bestehen. Das hier wäre die Bewegungskonstruktion, das hier wäre die verursachte Bewegungskonstruktion und das hier wäre die Transfer- oder die transitive Konstruktion. Hier sind Beispiele dafür, was die Transkribentinnen analysiert haben. Hier ist der Konstruktionstyp. Hier ist das Verb, das darin auftritt. Hier ist Sprecher, Sprecherin, Situationstyp und Alter. Und hier ist die konkrete Äußerung, die die Kinder getätigt haben. Und Folgendes kommt dabei heraus. Wir haben hier 3 Kästchen sortiert nach Konstruktionstyp. Die Bewegungskonstruktion auf der linken Seite, die verursachte Bewegungskonstruktion in der Mitte und die transitive Konstruktion, die Transferkonstruktion
rechts. Und was man jetzt sieht, ist, dass die Kinder ganz starke Präferenzen darüber haben, welche Verben sie in diesen Konstruktionen verwenden. In der VL-Konstruktion ganz links entfällt ein riesiger Anteil auf das Verb go, nämlich über die Hälfte aller VL-Konstruktionen bilden die Kinder mit dem Verb go. Bei der VOL-Konstruktion gibt es auch ein besonders dominantes Verb, nämlich put. Das heißt, fast ein Drittel aller VOL-Konstruktionen wird mit dem Verb put gebildet. Und für die VOO-Konstruktion gibt es insgesamt nur 6 Belege in der Korpusstudie, woraus die Verfasserinnen und der Verfasser keine Schlussfolgerungen ziehen wollen, und dafür haben sie nochmal ein anderes Korpus geschaut. In diesem anderen Korpus kommt raus, da haben sie dann nach einzelnen Kindern aufgelöst, Adam, Eve und so weiter, und da kommt raus, dass auch sehr, sehr große Anteile von Verben in dieser Konstruktion auf ein Verb entfallen, und das ist fast in allen Fällen das Verb give. Diese Ergebnisse zeigen, dass jede Konstruktion, also VL, VOL und VOO, sowas wie ein eigenes Signature-Verb hat, das mit der Konstruktion assoziiert ist. Also in der Sprachproduktion von Kindern im Spracherwerb. Die Frage ist, warum werden gerade diese Verben so häufig von den Kindern verwendet? Die Antwort ist auch keineswegs überraschend. Wenn man sich nämlich die Sprachproduktionsdaten der Mütter anschaut, dann zeigt sich, dass genau diese drei Verben, die so häufig im Output der Kinder sich befinden, sich auch so häufig im Input der Kinder befinden, weil ihre Mütter diese Verben in diesen Konstruktionen so oft ihnen gegenüber äußern. Wenn man die Häufigkeit dieser Verben mit anderen Verben vergleicht, die ebenfalls in diese Konstruktionen eingesetzt werden können, dann zeigt sich, dass sie allgemeiner sind. Also wenn man zum Beispiel das Verb go with amble, das wäre sowas wie schlendern, vergleicht, oder put mit shelf, shelf wäre sowas wie etwas irgendwo hineinschieben, dann ist klar, dass go und put viel allgemeinere Bedeutungen haben und auch in viel mehr Kontexten angewandt werden können als amble und shelf. Und das führt dazu, dass sie auch viel häufiger von den Müttern verwendet werden, und das führt dazu, dass sie dann auch viel häufiger von den Kindern verwendet werden. Genau, diese Verbbedeutung von go, put und give, und wir können auch noch make dazu nehmen für die Resultativkonstruktion, die sind sehr basal für die Kinder, weil sie auf sehr viele Ereignisse aus ihrer eigenen Ereigniserfahrung passen, und deshalb sind sie auch besonders akzessibel, also kognitiv verfügbar für die Kinder. So, was haben aber nun gerade diese Verben mit diesen Konstruktionen zu tun, in denen sie vorkommen? Oder anders gefragt, was ist eigentlich die Beziehung zwischen den Bedeutungen der Konstruktionen VL, VOL, VOO und der Resultativkonstruktion VOR auf der einen Seite und den Bedeutungen der Verben go, put, give bzw. make? Damit sind wir beim Zusammenhang von Verbbedeutungen und Konstruktionsbedeutungen. Und die Antwort hier ist ziemlich einfach. Denn diese Verben hier tragen selbst ziemlich genau die Bedeutungen,
die auch die Konstruktion selbst schon ohne sie tragen. Das heißt, go bedeutet ziemlich genau x moves y. Put selbst bedeutet so ziemlich das gleiche wie die ganze Konstruktion, in der es auftritt, nämlich jemand verursacht, dass etwas zu einem Ort sich bewegt. Give bedeutet selbst schon, x verursacht, dass y z bekommt. Und make bedeutet selbst schon, x verursacht, dass y zu z wird. Und es scheinen auch genau die Eigenschaften dieser Verben zu sein, semantisch sehr generell zu sein und dazu auch noch sehr häufig gebraucht zu werden, die es dann für die Kinder möglich machen, darüber zu generalisieren, was man mit diesen Verben alles machen kann, sprachlich, und was man mit den Konstruktionen, in denen sie auftauchen, alles machen kann. Und genau das ist hier nochmal in dieser Hypothese erfasst. Um das hier noch einmal zu illustrieren, die besagten Verben go, put, give und make treten hochfrequent jeweils in bestimmten Argumentstrukturmustern auf, diesen hier. Und das führt dazu, dass die Bedeutung der Verben durch die Kinder jeweils auf die Bedeutung der Konstruktion übertragen wird und umgekehrt. Und diese Hypothese, dass das tatsächlich so ist, die haben die Verfasserinnen und der Verfasser jetzt noch versucht, experimentell zu erhärten. Die Frage dabei ist, wie lässt sich nachweisen, dass hochfrequente und semantisch generelle Verbtokens im Spracherwerb dabei helfen, Konstruktionsbedeutungen zu erwerben. Dieses Experiment sah so aus, dass 81 Studierende im Grundstudium verpflichtet wurden, dabei mitzumachen. Ein Drittel von denen bekam kein Training, zwei Drittel bekamen Training. Und das Training der zwei Drittel sah so aus, dass sie Kurzfilme angeschaut haben, in denen Puppen Szenen gespielt haben. Und diese Szenen waren solche, in denen etwas erscheint. Also auf ganz vielfältige Weise, aber es handelte sich immer um Szenen, in denen etwas erscheint. Dazu haben die Testpersonen Beschreibungen dieser Szenen gehört, und diese Beschreibungen hatten die Form SOV, also eine Form, die so im Englischen nicht vorkommt, so eine Konstruktion, die im Englischen nicht vorkommt, wobei die Verben Fantasieverben waren, an die jeweils ein O-Affix angehängt wurde und die dann noch ihre normale Verbflexion bekommen haben. Also als Beispiel etwa The King, The Ball, Moopod. Und die Probandinnen und Probanden im Training, denen wurde gesagt, dass sie gut aufpassen sollten, wenn sie diese Szenen anschauen und die Beschreibungen dazu hören. Es würde ein Quiz folgen. So, und jetzt gibt es drei Gruppen, die sich in den Bedingungen unterschieden. Wir haben ja schon gehört, ein Drittel hat überhaupt kein Training erfahren und wurde dann zum Quiz bzw. Test direkt weitergeleitet. Eine andere Gruppe, bei denen war es so, dass diese Fantasieverben, die verwendet wurden, fünf Stück waren.
mit unterschiedlicher Tokenfrequenz, die ausgeglichen als ausgeglichen bezeichnet wurde. Und zwar eins davon kam viermal vor. Nein, wir können sagen, drei von denen kamen jeweils viermal vor und zwei von denen kamen zweimal vor. Die ganzen Szenen wurden ihnen jeweils zweimal gezeigt und in dieser Bedingung gab es auch noch zwei zusätzliche Szenen mit Verben, die spezifische Art und Weise Bedeutung haben, so wie amble zum Beispiel gegenüber go, also schlendern gegenüber gehen. Das sind also solche Verben, die keine generellen Bedeutungen haben, die ja irgendwie anscheinend bedeutsam sein sollen. Und dann gab es noch ein Drittel der ProbandInnen mit ungleicher Tokenfrequenz. Dabei sind auch fünf Fantasieverben zum Einsatz gekommen. Aber hier ist der Clou dabei, dass eins davon besonders oft vorgekommen ist, nämlich achtmal, und alle anderen nur zweimal. Auch hier wurden die Szenen sonst zweimal ge gezeigt und das frequenteste Verb, das hier achtmal vorgekommen ist, das war auch noch ein solches, das eine generelle Bedeutung ausdrücken kann. Und auch diese beiden Gruppen wurden nach ihren Trainings dem gleichen Test zugeführt. Und mit diesem Test sollte herausgefunden werden, ob jetzt die Testpersonen im Training die Semantik der Konstruktion gelernt haben, also dieser SOV-Konstruktion, indem sie die Szenen gesehen haben und die Fantasiekonstruktionen dazu gehört haben. Wie findet man das raus? Der Test selbst sah so aus: Die Testpersonen haben zwei Szenen gleichzeitig gesehen und eine Beschreibung dazu gehört. Und sie sollten entscheiden, zu welcher der beiden Szenen die Beschreibung am besten passt. Und die Beschreibung enthielt jetzt die Konstruktion mit der Erscheinen-Bedeutung aus dem Training, diese Fantasiekonstruktion, SOV mit Fantasieverben, aber jetzt mit neuen und bisher ungehörten Fantasieverben. Und eine von den zwei Szenen war dabei wieder eine Erscheinen-Szene. Die andere hat aber was anderes gezeigt, was Ähnliches, aber eben keine Erscheinen-Szene. Und die richtige Antwort der Testperson wäre also gewesen, sich für die Erscheinen-Szene zu entscheiden. Also die Frage war ja, zu welcher der beiden Szenen passt die Beschreibung besser. Das Ergebnis lässt sich auch relativ leicht zusammenfassen, denn je mehr Training mit einem bestimmten Verb, desto bessere Ergebnisse gibt es. Richtig gut sind die Ergebnisse allerdings nur in der Bedingung, in der ein Fantasieverb eine besonders hohe Tokenfrequenz hatte, nämlich der hier mit 5 von 7 richtigen Antworten. In der Gruppe, die überhaupt kein Training bekommen hat, bewegen sich die Antworten auf Zufallsniveau und in der Gruppe mit ausgeglichener Tokenfrequenz der Fantasieverben sind die Ergebnisse zwar besser als in der Gruppe ohne Training, aber richtig gut sind sie auch nicht. Also den Testpersonen, so die Schlussfolgerung, den Testpersonen in dieser Bedingung mit einem Verb mit besonders hoher Tokenfrequenz ist es also tatsächlich gelungen, die Konstruktionsbedeutung, dieses SOV, zu lernen. Das zeigt, dass eine hohe Tokenfrequenz eines bestimmten Verbs das tatsächlich erleichtert, so eine Konstruktionsbedeutung zu lernen. Und wir sind jetzt natürlich dazu eingeladen, das auf alle Fälle von Go, Put, Give und Make und ihren in Anführungsstrichen jeweiligen Konstruktionen zu übertragen. Weil Go, Put, Give und Make eben generelle Bedeutungen haben und besonders häufig vorkommen, erleichtern sie es Kindern,
die Bedeutung auch der Konstruktionen zu lernen, in denen sie auftauchen. Was hat das Ganze jetzt mit Kategorisierung und allgemein kognitiven Fähigkeiten zu tun, um langsam wieder zur Ausgangsfrage zurückzukehren? Oder anders gefragt, warum ist das Ergebnis erwartbar vor dem Hintergrund von Forschungsergebnissen zu nichtsprachlicher Kategorisierung? Die Frage ist nicht so schwer zu beantworten. In der kognitiven Psychologie hat man nämlich gezeigt, dass eine hohe Tokenfrequenz von irgendwas damit korreliert, dieses Irgendwas für den prototypischen Vertreter einer Kategorie zu halten. Und der frequente Gebrauch eines bestimmten Verbs in einem Argumentstrukturmuster führt jetzt dazu, dass es in diesem Zusammenhang auch für prototypisch gehalten wird. Seine Bedeutung wird dabei auf die Konstruktion übertragen und das passiert nicht oder eben viel weniger, wenn es keine besonders hochfrequenten Verb-Tokens gibt. Das hat ja das Experiment gezeigt. Die Korpusstudie hat aber gezeigt, dass die hochfrequenten Verb-Tokens tatsächlich im Input verfügbar sind. Die Mütter hatten ja selbst besonders häufig Go, Put und Give verwendet. Das heißt, diese Kategorisierungsstrategie, die kommt tatsächlich zum Tragen, weil der Input dafür geeignet ist. Hier ist noch ein Beispiel, was Kinder mit solchem Wissen dann anfangen. Also, wenn sie häufig genug Put in der Verb Objekt-Ort-Konstruktion gehört haben, VOL, wie in She put a finger on that, dann wissen Sie, dass diese Konstruktion die gleiche Bedeutung wie das Verb put selbst hat, nämlich verursachte Bewegung. Und Sie können deshalb auch eine Äußerung wie He done boots on als verursachte Bewegung interpretieren, obwohl do selbst nicht die Bedeutung verursachte Bewegung hat. Damit ist zwar gezeigt, dass hohe Tokenfrequenz eine Rolle spielt, aber noch nicht überzeugend, dass auch generelle Verbbedeutungen ebenfalls eine Rolle spielen und auch nicht, dass es nur ein hochfrequentes Verb sein darf. In der zweiten Bedingung, in der mittleren Bedingung, wo mehrere Verben eine ähnliche Tokenfrequenz hatten, hat sich ja durchaus gezeigt, dass die auch besser abschneiden im Test oder die Konstruktionsbedeutung besser lernen als die, die überhaupt kein Training hatten. Empirisch scheint es aber jetzt so zu sein, dass die Verallgemeinerungen, die Generalisierungen, die Kinder anstellen, mit solchen Verben mit ziemlich generellen Bedeutungen anfangen. Es könnte also sowas wie bahnbrechende Verben geben, nämlich genau die mit den generellen Bedeutungen, mit denen Kinder anfangen, den Gebrauch bestimmter Verben auch auf andere Konstruktionen auszuweiten, als auf die oder als sie in denen zu verwenden, in denen sie sie auch gelernt haben. Und sie sind deshalb bahnbrechend, weil sie sozusagen die Bahn brechen für die Verwendung dieser Verben in anderen Konstruktionen und sie dann erst in der Produktion nachziehen mit spezifischeren Verben, wenn die generellen Verben eben für diesen Prozess die Bahn gebrochen haben. Also, hohe Tokenfrequenz von Verben führt dazu, dass Konstruktionsbedeutungen gelernt werden können. Und die Tokenfrequenz ist so hoch, weil diese Verben so generelle und daher für Kinder auch leicht erkennbare Bedeutungen haben. Was ist die Schlussfolgerung aus dem Ganzen? Mit diesen zwei Studien und mit diesem Aufsatz ist nun also zumindest für diesen Aspekt sprachlichen Wissens, und das ist der Zusammenhang syntaktischer und semantischer Argumentstrukturen, gezeigt, dass der Input tatsächlich ausreicht, um das betreffende sprachliche Wissen
mittels allgemein kognitiver Fähigkeiten zu erwerben. Von der Defizienz des Inputs und der Notwendigkeit eines angeborenen Spracherwerbsmechanismus kann zumindest bei diesem Phänomen nicht die Rede sein. Und damit sind wir mit diesem Block zur Goldbergschen Konstruktionsgrammatik am Ende. Ich hoffe, Sie haben einiges aus den vorangegangenen Blöcken wiedererkennen können oder sich einiges davon für das Verständnis hier zunutze machen können. Und im nächsten Block werden wir Konstruktionen in der Langerkaschen kognitiven Grammatik besser kennenlernen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.